So, der dritte Teil, nein, das sage ich, der vierte Teil vom Minecraft Let's Play beginnt genau jetzt. Gespawnt werden wir in der kleinen Felsenhöhle. Und der jetzt mal guck, was draußen gerade ist. Nacht. Toll. Haben wir Wolle dabei? Ja, haben wir Holz dabei? Nein. Ja gut, dann warten wir eben. Oder rennen wir einfach. Ich bin dafür, ich gehe einfach rüber zum anderen Haus. Die Ingame-Sound. Für mich ist er gerade ziemlich laut. Aber ich glaube, ansonsten ist er gar nicht so laut. Weil beim letzten Video konnte ich ihn selbst immer gar nicht hören im Video. Oh nein. Bleib uns fern. Ach nee. So, den hätten wir erledigt. Und jetzt schnell in die gute Stube und schlafen. Ganzen Viecher da wegsehen. Schneller, scheiße. Es ist immer noch Nacht. Schlafe ich schnell und dann hole ich mir mein Zeug zurück. Mann, das hat jetzt gebraucht mit diesen elendigen Skeletten, die ich eh nicht mag. Ja, stirb. Oh Mann, wo ist er denn? Ach, eine Spinne. So, Sand hat uns der Herr Creeper auch weggesprengt. Und da drüben, das habe ich gesehen, da kann man echt coole Sachen machen bei solchen Bergwänden. Jetzt muss ich dann nur gucken, dass ich das auch so hinkriege. Und dazu brauche ich natürlich auch die richtigen Materialien. So, mal gucken. Können wir uns denn? Ja, wir können. Ich habe ja gesagt, wir bauen jetzt weiter an der Höhle. Und dazu brauchen wir natürlich Spitzhacken. Nein, die bleibt da. Dieses Schwert. Und hier das Ersatzschwert. Die Axt. Das Glas, Sand, so. Fackeln haben wir auch genügend dabei. Bei der Axt hätten wir noch eine aus Holz, aber die bringt ja eh nicht so viel. Machen wir es nochmal schön hier draußen. Und Licht ist auch wichtig. Dann finde ich es wenigstens immer wieder gescheit. War wieder klar, dass er sich jetzt wieder aufs Maul legt. Oh mein Gott. Ich glaube, solange unsere Ernährungsleiste voll ist, haben wir keine Probleme. Flupp. So, jetzt schlage ich hier mal die Kuh. Und zwar gleich mit einem Critical Hit, weil die sonst total narrisch ist. Also dazu muss ich springen und sie werden einen Sprung schlagen. Critical Hit. Gesehen, da sind so Sterne weggegangen. Bam. Und da war die Kuh. Da sind ja jetzt noch mehr drin, aber die sind mir zu weit weg. Jetzt gucke ich mal, wie laut der Ingame-Sound ist. 16, den hört man nämlich im Video sonst immer nicht. Und das hier machen wir leise. Die Musik, weil die will nämlich keiner. Also ich will sie nicht, weil sie mich aufregt. Auf dem Weg noch irgendwelche Viecher, die Fleisch fallen lassen, in die Quere kommen. Bitte. Ja. Dann sind sie unser. Okay, man kann das auch schnell schwimmen, das ist auch gut. Noch langsamer.
muss langsam sein. Nein, natürlich nicht, ich will schnell hinkommen, dass ich da vielleicht heute Nacht schon pennen kann. So, jetzt schaue ich mal, wie ich da am blödsten hochkomme. Hier ist es doch eh irgendwo. Genau, es ist ein hier. So, dann bauen wir die gute Bude mal aus. Mit der Spitzhacke, die eh gleich auseinanderfällt. War ja abzusehen, dass hier nicht mehr viel mitmacht. Aber hier gleich brauche ich mir ein schönes schnickes Häuschen rein. Ja, das wird jetzt wieder schön langweilig, das hier auszubauen. Aber wenn es fertig ist, dann ist es, glaube ich, richtig cool. So. Ich gehe mal hier so in die Richtung. Mal gucken, wie man das machen kann. Ja, kann man so machen, wie ich dachte. Erstmal dann so groß halten. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Also muss ich die beiden. Das könnte jetzt wieder scheiß. Ne, es geht sogar. So, dann haben wir das ja auch raus, weil ich will, dass das Haus, zeige ich euch gleich, wie ich das möchte. Ich möchte gerne, damit das hier so nach außen ein bisschen rausgeht mit diesen zwei Ecken. Und hier haben wir jetzt zwei und hier haben wir zwei. Und da muss ich praktisch das hier auch, den oben hätte ich lassen können. Aber ich muss das hier auch rauszimmern. Mach dann hier zu. Und hierzu und dann kommt hier die Tür rein und da oben ist auch zu. So. Cleanstone habe ich dummerweise auch keinen dabei. Aber ich renne jetzt auch nicht extra rüber, um da einen zu machen. Ich mache mal hier jetzt einfach Holz und dann klappt eh alles mit Holz. Nehmen wir gleich den, der sieht ganz gut aus. Der ist nicht so groß. Drehen. So, noch einen mitnehmen. Ja, den bestimmt nicht. Sondern den da. So, haben wir alles mitgenommen hier, ja. So, jetzt wieder gucken. Wo ist mein Haus? Scheiße, ich habe mich schon wieder irgendwie vertan. Da ist es, ne? Was ich da hinten gerade schon wieder gesehen habe. Alter, das sieht stylisch aus. Aber es gibt es bestimmt auch hier in der Nähe. Muss ich nicht extra dahinter joggen. Also gibt es wahrscheinlich nicht, aber. Trotzdem jogge ich nicht dahinter. Wie mache ich denn da jetzt das mit den Clean Stones? Ich baue jetzt einfach mal das hier und verwandle das in Holz. Dann baue ich ein Crafting Table. Oh mein Gott, der Crafting Table gesagt. Wieso benutze ich das englische Wort und sage nicht einfach Crafting Tisch? Hört sich aber auch dumm an. Und 7 reichen mir nie im Leben, also nehme ich den hier. So, da haben wir ihn. Zack. Machen wir dann einen zweiten, weil, wie ich das gehört habe, funktioniert es dann besser. Wenn man zwei übereinander hat. Nein, du sollst den da hinbauen.
So, da kriegt jetzt der hier mal die Kohle und den Cobblestone und eine Kiste. Kann man sich auch gleich noch machen. Am besten gleich eine doppelte. Weil hier das, glaube ich, wird ein bisschen größer werden. Ach man, eins vergessen. Juhu, man kann Kisten stapeln. Und jetzt die fette Animation. Ich mache mal so, dass man zieht und offen. Wenn ich rausgehe, geht es wieder zu. Mit Türsound. Gigantisch, oder? So, dann brutzelt es ja schön. Vier brauchen wir, vier haben wir. Nein, wir brauchen sechs, verdammt. Nein, wir brauchen sogar sieben. Da ist noch einer. Zack. Jetzt müsste schon wieder einer. Los, mach schneller. Zack. Und jetzt der letzte, komm. Dann hätten wir das auch geschafft. Dann wäre der Eingang schon mal perfekt, würde ich sagen. Jawohl. Dann reiße ich hier das mal noch raus. Wie mache ich das jetzt am blödsten weiter? Der Berg ist ja nicht so, dass der hinten gleich wieder runterfällt, oder? Also wir sind jetzt ungefähr so. Ach ja, da kann man sogar, wenn man Lust hat, noch hochgehen. Oh ja, da kann man sich was Schönes draus basteln. Und die Kakteen, ach, die kann man ja nur aufs Sand hinstellen. Naja, ist ja Wurst. Ja, ist schon gut, ist schon gut. So, jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal ein Bettchen bauen. Ach Mann, ich finde immer nicht den Eingang. Ja, ich habe gerade mit dem Schwert hier durchgeschlagen. Ist mir aber wurscht. So. Das mache ich noch weg, weil das sieht schäbig aus. Hier kommt eine Fackel. Eine Fackel. Und das wird die Mitte. Und das hier wird die Mitte. Und dann kann die hier mal weg und die hier mal weg. Wird schon. Und da kommt noch eine hin und da. So, damit das hier schön hell. Und das Bett, wo brauche ich mir das Bett hin? Das brauche ich jetzt einfach mal daher. Und dann, wenn ich es oben, wo ich gesagt habe, wo man noch hochbauen kann, wenn es soweit kommen sollte, dann baue ich es mir da oben rein. Fuck, ich müsste mal wieder was trinken. Einen guten Geschmack im Mund. Interessiert zwar keiner, aber es ist so. Jetzt bräuchte ich fast noch eine Tür, dass mir nichts reinspaziert, wenn das nicht pennen. Während das nicht penne, so. Naja, sieht zwar jetzt dumm aus, weil ich es falsch schon rein habe, aber jetzt kann ich wenigstens schlafen. Hoffentlich ohne Störung. Ja, perfekt. Dann baue ich sie gleich nochmal richtig rein hier. Zack. So. Gefällt mir so besser, wenn es von innen her abgeschlossen ist. So, und dann habe ich auch schon wieder die vierte Folge fertig. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.